Herzlich willkommen zur Vorstellung unserer HVLS-Ventilatoren, den Monsterfans. Und da kommt schon einer geflogen. Den stellen wir mal da oben hin. Nicht, dass der auf die Idee kommt und gleich wieder verschwunden ist. Ja, HVLS-Ventilatoren, bei uns Monsterfans genannt. Was sind eigentlich HVLS-Ventilatoren oder Monsterfans? Ein HVLS-Ventilator ist ein Großventilator, der in der Lage ist, mit ganz wenig Drehzahl richtig große Luftmengen zu bewegen. Das HVLS kommt aus dem Englischen. Das ist die Abkürzung für High Volume, Low Speed. Deswegen mit geringer Drehzahl richtig große Luftmengen. Wie arbeiten HVLS-Ventilatoren im Winter? Unsere Monsterfans sind hervorragend dafür geeignet, um Energie einzusparen. Wie machen die das? Sie sehen hier an dem Dach, dass wir hier immer an diesen Stellen den tauenden Schnee haben. Und tauender Schnee ist immer ein Zeichen dafür, dass uns da Wärme verloren geht. Das Dach ist in einem Gebäude die größte Wärmeverlustfläche, besonders in unseren Industriegebäuden, die auch noch dazu sehr hoch sind. In einem hohen Gebäude ist immer eine Temperaturschichtung. Eine normale Heizung schafft im Aufenthaltsbereich der Menschen 18 Grad. Unterm Dach habe ich aber durch die ganz normalen physikalischen Effekte des Aufstiegs 24 Grad. Das heißt, warme Luft bewegt sich immer nach oben. Das können wir nicht verhindern, das kann keiner. Also haben wir uns was ausgedacht. Wie kriege ich denn die Wärme, die da oben unterm Dach steht und völlig durch das Dach nach außen geht, also verloren geht, nach unten? Dafür nutzen wir die HVLS-Ventilatoren, unsere Monsterfans. Sie müssen sich vorstellen, dieser Monsterfan hat einen Durchmesser von ungefähr 7 Meter und bewegt in der Stunde ungefähr 700.000 Kubikmeter Luft. Das heißt, der Ventilator bewegt diese warme Luft, die unterm Dach steht, nach unten in den Aufenthaltsraum der Menschen. Dadurch wird diese Temperaturentschichtung komplett aufgehoben und wir haben über die gesamte Hallenhöhe eine Temperatur zwischen 18 und 19 Grad. Das bewirkt zum Ersten, dass unser Heizungssystem im Winter viel weniger arbeiten muss. Und zweitens, der Wärmeverlust des Dachs wird, ich sag mal, um fast ein Viertel reduziert. Diese Energieeinsparung, die dadurch entsteht, die kommt uns allen zugute. Wir können den CO2-Footprint reduzieren und wir spüren es auch direkt im Geldbeutel, weil diese Energie, die wir nicht übers Dach verlieren, bleibt uns in unserer Halle. Die müssen wir nicht erzeugen und auch nicht bezahlen. Hier können wir mal zeigen, anhand eines Nebelversuches, wie dieser Ventilator eigentlich arbeitet. Sie sehen, er dreht tatsächlich sehr, sehr langsam. Im Winterbetrieb, der Nebel hat etwa die Temperatur zwischen 25 und 30 Grad. Also entspricht der Hallenluft in der Höhe, wenn man mit einem normalen Heizsystem arbeitet. Sie sehen, der Ventilator schafft es tatsächlich, den kompletten Nebel zu erfassen, nach unten zu bewegen und sehr, sehr schön gleichmäßig am Boden, also im Aufenthaltsraum der Menschen, auf 2 Meter Höhe zu verteilen. Dieser Effekt wird tatsächlich immer stärker. Das geht dann so weit, bis Sie in der Halle dann gar nichts mehr sehen, weil der Nebel komplett in der Halle verteilt ist. Dadurch entsteht natürlich auch dieser hohe Energie oder dadurch entsteht die Energieeinsparung, die wir auch so genau ausweisen können. Und der Ventilator ist aus jedem Bereich raus, der hängt oben unterm Dach, ist also wirklich in dem Bereich, wo die warme Luft staut. So, weiter geht's. Ja, das ist natürlich ein Effekt, der ganz, ganz besonders von unseren Kunden gelobt wird. Jeder kennt es, das ist der sogenannte Windchill-Effekt, den wir hier nutzen, um mit den Ventilatoren im Sommer eine Kühlung zu erzeugen. Die Kühlung ist natürlich ein gefühlter Effekt, weil wir erzeugen ja keine Kälte. Wir nutzen hier den Effekt des Windchill.
Jeder von uns, wenn er im Urlaub war, so wie hier, sei es uns allen gegönnt, irgendwann mal wieder an einem schönen Strand zu liegen unter einer Palme, kennt das. Die Sonne ist schön da, es ist ein leichter Wind, man fühlt sich wohl, alles ist in Ordnung. Irgendwann kommt der Durst und wir entschließen uns, ein Bier von der Hotelbar zu holen. Dann gehen wir vom Strand weg und je weiter wir vom Strand weggehen, stellen wir fest, es wird immer wärmer. Hat irgendeiner die Sonne heißer gestellt? Gut, dann holen wir uns ein Bier, gehen zurück und wenn wir das Wasser sehen können, merken wir, es wird ja schon wieder angenehmer. Das liegt daran, dass der Wind über unsere Haut streicht, dort Feuchtigkeit verdunstet und dadurch ein Kühleffekt erzeugt wird. Genau diesen Effekt nutzen wir mit unseren HVRS-Ventilatoren. Das heißt, im Sommerbetrieb dreht dieser Ventilator sich schneller, erzeugt dadurch diesen Kühleffekt und die Menschen im Aufenthaltsraum empfinden die Umgebungstemperatur 5 bis 6 Grad kälter, als sie in der Realität ist. Das ist natürlich besonders schön, weil wir den natürlichen Effekt nutzen und mit der geringen Energie, die so ein Ventilator dabei verbraucht, auch noch sehr effizient sind. Was können Monsterfans? Ja, das sind Einsatzgebiete, die wir hier mal aufzeigen. Die Monsterfans sind natürlich sehr gerne in der Industrie zu Hause. Da fühlen die sich wohl, in hohen Gebäuden. Wie Sie sehen, auch in Fertigungsgebäuden, man kann sich vorstellen, dass hier im Sommer, wenn Sie mit diesen riesen Stahlteilen umgehen müssen, an der Säge stehen, da kommt man schon ins Schwitzen. Da sind die Leute froh, wenn dieser Ventilator dort eben im Sommer diesen tollen Luftzug erzeugt und man sich etwas wohler fühlt. Am Nachmittag wird es ja dann doch in solchen Hallen immer stickig. Die Sonne heizt diese Gebäude auf, es gibt keine Möglichkeit, da irgendwo was zu kühlen, also wenn Sie in einem Gebäude mit einer solchen Kubatur eine aktive Kühlung über unsere Klimasysteme erzeugen wollen, ist das sehr kostenintensiv und hier machen wir das einfach über den HVLS-Ventilator. Der Monsterfan schafft es, dass die Leute sich auch nachmittags um 3, wenn es wirklich schwül und stickig wird, immer noch wohlfühlen und entsprechend auch motiviert weiterarbeiten. Genauso ist es in dem Logistikzentrum. Hier können wir natürlich im Winter, je höher das Gebäude ist, umso größer sind die Energiespareffekte, weil wir eben über die Entschichtung auf dieser großen Höhe die Temperatur wirklich sehr gleichmäßig hinbekommen. Und die Leute natürlich im Sommer, wenn sie hier vorne stehen, beim Kommissionieren zum Beispiel die Ware verpacken, ist das auch eine körperlich anstrengende Tätigkeit und gegen Nachmittag, wenn es dann richtig warm wird, ist es natürlich unangenehm und da sind die Leute froh, wenn sie eben über unseren Ventilator diese Kühlung bekommen. Genauso ist es im öffentlichen Bereich, also da kann man sich ganz viele Sachen vorstellen, ob das jetzt eine Konzerthalle ist oder eine Indoor-Arena, auch dort sind diese Ventilatoren sehr hervorragend zum Einsetzen. Die gleiche Wirkungsweise, wir können im Winter Energie sparen und im Sommer damit die Kühlung unterstützen oder sogar nur die gefühlte Temperatur senken. Auch wenn schon eine Klimaanlage installiert ist, ist der Monsterfan trotzdem effektiv. Durch den Einsatz der Monsterfans schaffen wir es, die maschinell erzeugte kalte Luft besser zu verteilen und dadurch eben die Effizienz der Klimaanlage zu steigern, sodass wir die Temperatur der Klimaanlagen senken können und damit auch wieder Energie sparen. Wie wir sehen, auch bei den Sportlern kommen unsere Monsterfans sehr gut an. Die empfinden das als sehr angenehm, wenn sie mit 5 Grad kälter als Raumluft angeblasen werden. Bei den Klimaanlagen, wie Sie sie auch im Bild sehen, wird es meistens als unangenehm empfunden, dass die kalte Luft auf die Sportler trifft. Kennen wir von früher. Unsere Mutter hat immer gesagt, steh nicht im Durchzug, sonst gibt es ein kaltes Genick. Und genauso ist das eben auch, wenn die Luft zu kalt ist und auf die Personen trifft, ist das sehr, sehr unangenehm. Und unsere Monsterfans schaffen tatsächlich diesen Abkühleffekt mit 5, 6 Grad. Und bis jetzt habe ich positive Rückmeldungen von den Sportlern erhalten, dass das deutlich angenehmer ist als eine Klimaanlage. Ja, jetzt aber genug mit der Theorie. Ich denke, wir sollten uns jetzt mal nach draußen begeben und schauen, ob wir auch ein Monster in der wirklichen Welt finden.
Nachdem wir den theoretischen Teil jetzt abgeschlossen haben, sind wir in den Hallen angekommen. Ich würde vorschlagen, lassen Sie uns doch mal schauen, ob wir hier irgendwo ein Monster finden. Ui, da kommt schon eins angeflogen. Oh, das habe ich mir eigentlich immer größer vorgestellt. Ist ja komisch, müssen wir uns vielleicht weiter umsehen? Eine Etage höher eventuell? Oh, da haben wir es auch schon gefunden. Wie Sie sehen, Monster gibt es in der wahren Welt. Unser Ventilator hängt da oben, ist noch ein bisschen leblos. Ich würde vorschlagen, wir hauchen ihm mal Leben ein. Ich würde an der Steuerung, wie Sie hier sehen, jetzt mal den Ventilator starten. Der ist im Augenblick im Winterbetrieb. Wie Sie sehen, läuft jetzt langsam die Drehzahl hoch. Das steigert sich bis auf 10 Umdrehungen. Die Zahl, die Sie dort im Display sehen, entspricht der Drehzahl des Ventilators. Wie vorher in der Theorie gesehen, können wir jetzt in der Praxis lernen, 10 Umdrehungen sind im Winterbetrieb eine sehr gute Drehzahl, um die Luft in der Halle zu entschichten und die Wärme von oben nach unten zu bewegen. Genau das tut jetzt dieser Ventilator. Wir können ihn natürlich durch einen einfachen Dreh an dem Drehregler in die Sommerregelung versetzen. Das heißt, wir fahren dann hoch mit der Drehzahl, die jetzt langsam steigt, auf 30 Umdrehungen und sind schon im Sommerbetrieb. Es ist sehr schön, wenn man unter dem Ventilator steht, spürt man im Winterbetrieb den angenehmen warmen Luftzug, der von oben nach unten kommt, aber nicht als unangenehmen Luftzug, sondern der ist eigentlich fast unmerklich. Und jetzt im Sommerbetrieb, wenn das Gerät langsam hochfährt, spüren wir den Luftzug auf der Haut. Und genau über diesen Luftzug, den man jetzt spürt, ist auch der Schwindchill-Effekt zu erzeugen. Also die gefühlte Temperatur liegt 5 Grad unter der Temperatur, die eigentlich im Raum herrscht. Unser Monsterfan beruht auf einer Technologie. In dem Gehäuse, das Sie dort oben sehen, ist ein Motor von Getriebebau Nord verbaut. Dieser Motor treibt unseren fünfflügeligen Ventilator, der unten dran montiert ist, an. Der Motor hat 1,5 kW und 400 Volt. Über unsere Steuerung können wir die Drehzahl des Motors exakt so regeln, wie es die Menschen, die sich im Aufenthaltsbereich dieses Ventilators befinden, als angenehm empfinden. Wir haben 3 verschiedene Leistungsgrößen der Ventilatoren. Es beginnt bei unserem kleinsten Monsterfan mit 3,6 Meter im Durchmesser und geht bis hoch zu unserem großen mit 7,3 Metern im Durchmesser. Bei allen 3 Fans sind die Motoren dieselben, auch die Steuerungen sind dieselben. Es ändert sich immer nur der Flügelraddurchmesser und natürlich auch damit die Menge der Luft, die bewegt wird. Unser großer Monsterfan schafft beispielsweise 780.000 Kubikmeter Luft in der Stunde. Wenn man sich das mal in einer Halle vorstellt, ist 780.000 Kubikmeter auch schon sehr viel, sodass damit wirkliche Effekte erzielt werden können, was ja auch das Ziel des Einsatzes der Ventilatoren ist. Mal im Vergleich Sommer-Winter sehen Sie die unterschiedlichen Drehzahlen der Ventilatoren. Dort kann man erkennen, im Winterbetrieb dreht er sich wirklich deutlich langsamer als im Sommerbetrieb. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben in die Technik unserer Monsterfans. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, dass Sie mit dabei waren. Verabschiede mich und möchte Sie bitten, wenn Sie ein Projekt haben, werden wir sehr erfreut, wenn Sie sich bei uns melden. Unser Team wird Ihnen sicher eine schöne Ausarbeitung machen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.